Hi, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von PJ's Kitchen Rules. Heute gibt's mal wieder etwas Indisches, und zwar ein vegetarisches Gemüsecurry mit selbstgebackenem Naan. Das Curry orientiert sich so ein bisschen an der ayurvedischen Küche, also an den drei Lebensenergien, Vata, Pitta und Kapha, und bezieht sich vor allen Dingen auf Letzteres, auf Kapha, was so ein bisschen die Strukturformel von dem Ganzen ist. Wer sich mit der ayurvedischen Küche auskennt, dem erzähle ich jetzt nichts Neues. Für alle Neueinsteiger oder die sich dafür interessieren, mache ich nochmal irgendwann ausführliche Videos. Aber jetzt geht's erstmal mit dem Curry los. An Zutaten haben wir Blumenkohl, frischen Koriander, eine Chilischote, etwas Knoblauch, eine Zwiebel, Kartoffeln, Ingwer und passierte Tomaten. Und natürlich unsere Gewürze, wie üblich in der indischen Küche, haben wir einmal Koriandersamen, Fenchelsamen, gemahlenen Kreuzkümmel, Curryblätter und Cayennepfeffer, also gemahlene Chilischoten. Das alles ist fürs Curry, und die Zutaten fürs Naan sind Backpulver, ein bisschen Zucker, Milch und ganz normales Mehl. Wir fangen an mit den Gewürzen. Die sind meistens noch als ganze Körner oder Samen. Die müssen wir jetzt etwas mörsern, um die Struktur aufzubrechen, damit man nachher das meiste am Geschmack wirklich rauskochen kann. Den Fenchelsamen, den Kreuzkümmel, den Koriander und den Cayennepfeffer, den gebe ich schon mal hier rein. Die Curryblätter noch nicht, die brauche ich nachher noch als Ganzes. Die würden einfach nur faserig werden, wenn man die von Anfang an mitkocht. Während meine Pfanne gerade aufheizt, um die Gewürze trocken zu rösten, das erkläre ich gleich, werde ich mein Gemüse schon mal vorbereiten. Kartoffeln schälen, Ingwer kleinschneiden, Zwiebel hacken und den Blumenkohl in möglichst kleine Röschen zerbrechen. Die Gewürze werden jetzt trocken geröstet, das heißt, die kommen in eine trockene, heiße Pfanne. Und da wird dann nochmal die Zellstruktur aufgebrochen und man riecht das sofort, dass wirklich alles Gute an Ölen, was die Gewürze noch drin haben, auch wenn es Trockengewürze sind, rauskommen und dann wirklich dem Curry den authentischen Geschmack verleihen. Das Trockenrösten dauert wirklich nicht lange, ein paar Sekunden, und dann fängt das auch schon an braun zu werden. Das dürfen wir nicht passieren lassen. Deshalb geben wir jetzt etwas Öl und Chili, Knoblauch und Ingwer dazu und braten das Ganze ein bisschen an. Damit uns das nicht zu schnell anbrät, werden wir es jetzt mit ein bisschen Wasser ablöschen. Das Ganze darf dann etwas einreduzieren, bis nachher Blumenkohl, Kartoffeln und Zwiebeln dazukommen. Bevor jetzt das ganze Wasser verdunstet, geben wir, wie gesagt, den Blumenkohl, die Kartoffeln und die Zwiebeln dazu. Das Wasser mit dem Heißdampf sorgt einfach dafür, dass das gleichmäßig gart. Dazu werde ich auch gleich den Deckel drauflegen und einfach ein paar Minuten warten, bis die Kartoffeln fast gar sind. Während das Ganze jetzt auf relativ niedriger Flamme vor sich hin köchelt, das braucht schon 20 Minuten bestimmt, werde ich das Naan jetzt vorbereiten. Also wie gesagt, die trockenen Zutaten, Mehl, Backpulver, Zucker zusammen. Das vermische ich erst kurz. Und gebe dann einen guten Schuss Pflanzenöl und die Milch dazu. Das Ganze wird jetzt zu einem schönen Teig verarbeitet und dann in der Pfanne ausgebacken. So, ich habe den Teig jetzt aus der Maschine geholt und mit den Händen noch ein bisschen bearbeitet. Die können es einfach besser als eine Küchenmaschine, sodass ich hier jetzt wirklich einen schönen geschmeidigen Teig habe. Daraus forme ich mir gleich Fladen, so etwa ja, einen Zentimeter oder einen Daumen dick, die ich dann in der Pfanne mit ein bisschen Öl ausbrate. Mein Curry kocht wunderbar vor sich hin, das heißt, es ist Zeit jetzt die Curryblätter zuzugeben, damit die noch ein bisschen mitkochen können und den Geschmack abgeben an das Curry. Meinen Teig teile ich mir jetzt einfach in Stücke ein, die ich dann grob mit der Hand, da brauche ich jetzt kein Nudelholz für, einfach grob zu Fladen forme. Und dann, wie gesagt, in der vorgeheizten Pfanne mit ein bisschen Öl ausbraten. Die Pfanne ist jetzt vorgeheizt. Ich gebe ein bisschen Olivenöl rein. Man kann auch Ghee nehmen. Das würde man eigentlich in der indischen Küche nehmen. Das ist
geklärte Butter, also wo der Molkeanteil nicht mehr drin ist, sodass man die ultra hoch erhitzen kann. Ich nehme Olivenöl, das geht genauso gut. Hier findet man halt nicht in jedem deutschen Supermarkt. So, alle Zutaten in unserem Curry sind da, das heißt, es ist schon fertig. Und ganz ehrlich, selbst wenn man immer dachte, Curries müssen mit Fleisch sein oder mit Fisch, so ein vegetarisches Curry habe ich als Fleischliebhaber wirklich ab und zu richtig, richtig gern. Vor allen Dingen, wenn man dazu ein selbstgebackenes Naanbrot servieren kann. Denn so kriegt man das auch in Indien, nicht so oft.